Geh dich waschen und pack deine Sachen. Es ist eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Geschichte. Hunderttausende Kinder wurden von den Behörden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein an Bauernfamilien verdingt. Dort mussten sie von morgens bis abends wie Sklaven schuften. Markus Imbodens hochaktueller Film Der Verdingbub erzählt vom Schicksal dieser Kinder. Der Verdingbub erzählt die Geschichte von Max. Max ist ein Waise, der kommt in eine Bauernfamilie, zu einem Bauern-Ehepaar und ein älterer Sohn. Er freut sich anfänglich, weil er endlich eine Familie hat. Das kommt dann nicht so, wie er denkt. Das langt. Pack sie wieder ein, dann gehst du runter in den Stall. Es kommt Bärteli dazu, ein weiteres Verdingkind. Die beiden arbeiten hart. Sag, der Bösiger ist ein Vieh. Sag's, der Bösiger ist ein Vieh. Sag's jetzt. Der Bösiger ist ein Vieh. Eben. Katja Riemann spielt eine verhärmte Bäuerin, der es an menschlicher Wärme fehlt. Ihre Besetzung in einem Schweizer Film ist eine gute, wenngleich überraschende Wahl. Das war sehr lustig mit der Katja. Die Katja hat tatsächlich Schweizerdeutsch gelernt. Sie hat darauf bestanden, alles zu sagen auf Schweizerdeutsch. Das hat sie hingekriegt. Es war nur manchmal kaum verständlich. Kannst du nicht einmal eine Beerdigung von deiner Mutter saufen lassen? Aber es war ihr sehr wichtig und das finde ich ganz toll, weil sie sagt, die Sprache macht die Menschen. Und ich muss die Sprache fühlen und ich muss den Rhythmus und den Klang haben. Dann werde ich auch ein anderer Mensch. Ich bin ja nicht Katja Riemann, sondern ich bin die Frau Bösigerin. Geht noch! Ich werde Musiker. Hab ich sie. Du kannst froh sein, wenn du überhaupt irgendwo unterkommst. Es ist ein eigener Kosmos von Leuten und die sind konventionell und traditionell konservativ. Alles, was neu ist, lehnt man ab. Man sagt, so wie es ist, ist gut, es soll so bleiben. Weil wenn man sich dem Neuen hingeben würde, müsste man sagen, wir könnten hier ja auch was ändern. Das will man nicht. Wann stehst du denn auf am Morgen? Um 3:30. Um 3:30? Jeden Morgen? Nein, am Sonntag ist um 4:30. Die Lehrerin kommt von der Stadt, die kommt mit einer Aufgabe und sagt, die Leute müssen die Chance haben, was zu lernen. Nur so können sie was werden in der Welt. Und sie müssen selber die Chance haben, zu entscheiden, werde ich Bauer oder werde ich Koch oder werde ich Schreiner oder gehe ich sogar studieren. Ich will weg von hier. Wir können hier nicht weg. Warum denn nicht? Weil Argentinien am anderen Ende der Welt ist. Weil sie uns finden und ins Heim stecken. Aber ich will weg. Zusammen schaffen wir das. Ich wünsche mir, dass viele Leute die Möglichkeit haben, den Film zu sehen und dass sie was erfahren über eine Welt, die es auch in Deutschland gibt, die es auch in Frankreich gibt. Es ist ein Film gegen jede Form von Rassismus und Unterdrückung. Der Verdingbub war in der Schweiz ein sensationeller Publikumserfolg und rückte das jahrelang totgeschwiegene Thema in den Fokus der Öffentlichkeit. Diesen packenden und emotionalen Film wird man so schnell nicht vergessen.